Ja, servus die Marl und grüß euch die Burm. Ja Freunde, ich bin unterwegs, ich habe da gerade so ein neues Gebiet erforscht da gerade. Schaut extrem urig aus, wenn man im Hintergrund hört, Donuts. Schauen wir mal, ob wir da trocken weiterkommen. Aber ich will mir da ein bisschen durchschauen. Dann wahrscheinlich irgendwo ist der Abaufspanner. Ich habe mein Dogs Hobo dabei, da habe ich heute ein paar Verbesserungen gemacht, das zeige ich euch einmal später dann und den möchte ich probieren. Ja, ich würde jetzt sagen, ich schlage mich da mal in die Richtung weiter. Ja, da wieder mal so ein huriger Baum gleich von mir. Ist schon komplett ausgekühlt. Schön. Wieder mal gewaltige Baumriesen, was da liegen. Da ist so viel umgefallen da herin. Wahnsinn. Schaut urgeil. Ja. Richtige, gewaltige. Hui, da hinten kommt es grau. Man sieht Sonne, ein paar Wickeln drauf. Aber da herüben ist es schön dunkel, was auf mich zukommt. Da drüben donnert es auch schon ordentlich. Gewaltig. Ja, schauen wir, ob wir das Ganze überleben. Ich werde jetzt ein bisschen meine Hände im dichteren Wald gehen. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich fange gerade an zum Ringen. Ich werde mir meinen Tarp rausholen und werde sie mir mit drüber hauen. Ah, ich habe meinen Tarp auf alle Fälle da. Aber nicht wie viel massiver. Solange es nicht schlimmer wird, ist es okay. Ah, vielleicht finde ich wo einen Platz noch. Ah, ich habe mir da jetzt das Tarp über mich drüber gehauen ein bisschen. Ich hoffe, dass das wieder nachlässt. Ich habe keine Regenjacke oder was dabei. Wildschwein aber. Ja. Wenn man das Platzl aufbaut, und wie ich es aufgebaut habe, hat es aufgehört zum Ringen und scheint gratis um. Aber ist egal, ist halt so, kann ich nicht ändern. Auf alle Fälle bin ich jetzt geschützter. Ja, jetzt haben wir einen Schluck Wasser. Wascheln aus bis da rauf natürlich. Und Glück habe ich halt meine Halbschuhe nicht an, sondern meine anderen. Aber nichtsdestotrotz, als erstes brauche ich jetzt einmal einen Kaffee. Ja, da ist mein Lagerplatz in der Zwischenzeit und da oben war es ja gar nicht so schlecht, aber ich glaube, da hinten kommt noch mal was. Ich glaube, das ist nicht schlecht, dass ich mir mein Tarp aufgebaut habe. Ja, ich tue ein bisschen geschützter sein. Na, warte mal. Das ist gehört. Da ist gerade ein Baum umgefallen. Das muss auch ein Riesen drum gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Gewaltig. Zum Glück bin ich da halbwegs safe. Also es geht nicht einmal Windel und das ist schon eine Katastrophe. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. So, aber jetzt einmal schnell einen Kaffee. Bevor es vielleicht noch anfängt zum Ringen. Ja, Regen, Regen, Regen angesagt. Bis 19 Uhr. Dann ist ein Päuschen und nachher geht es weiter. Ja, ist so, was so ist. Ja, und beim Zurückgehen werde ich dort hinschauen, in etwa die Richtung einschlagen, wo der Baum umgefallen ist. Ich bin gespannt, den werde ich sicher finden. Den schauen wir uns an. Das war gewaltig.
Ich hoffe, ich habe das am Ton mit drauf zumindest. Wahnsinn. Jawohl, gut, schauen wir aus. Jo, Freunde, die haben wir heute noch wieder aus der kleinen Palette die Rote weiter haben lassen. Man denkt, ich nehme nur die kleine mit. Wollte gar nicht so viel mit sein heute. Und ja, eigentlich wollte ich mir den Hobel noch aufstellen und anzünden, aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich das machen soll. Oder ob ich nicht da abbrich und da heimgehe. Ja, schauen wir. Auf alle Fälle einmal mein erster Gruß gibt wieder den ganzen Krankensessel gesund werden und den ganzen gesunden, dass man nicht krank wird. Gell? Prost! Ja, und dieses Bärlauchblatt, was ich da in der Hand habe, ist ein ganz ein besonderes Bärlauchblatt, weil das hat sich der Heiko von Autor Heiko gewünscht, dass ich, weil er keinen Bärlauch hat, einmal da für ihn ein Blattl ist und das mache ich in dem Sinn jetzt auch. Heiko, das war für dich. Ich hoffe, es schmeckt dir. Herrlich. Und auch für alle anderen, die was auch keinen haben. Natürlich auch für die. Auch für jeden Einzelnen kann ich keins essen, weil sonst haut mich die Chefin daheim raus. Ich glaube, den Hobel lasse ich heute bleiben, den zünde ich nicht an. Wobei ich mich eigentlich gefreut gehabt hab drauf, aber ja, ist halt nicht so. Aber ich kann eigentlich nicht sagen, was ich gemacht habe an dem. Was ich auch in anderen Videos gesehen habe, die haben das auch abgeändert. Und zwar, die haben in den Brenner da unten noch mit zusätzlich Löcher reingemacht und somit soll der besser ziehen. Das wollte ich zwar jetzt probieren, aber ja, meine Güte, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich es auch anders mal. Ist auch nicht so schlimm. Weil ich das lieber so, erst Gewicker. Gössen? Ja, wie spinn. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Probiere ich es auch anders mal. Machen tue ich es sicher, weil es mich interessiert. Weil der Hu ist auch nicht so schlecht. Auch leicht. Hat halt ein bisschen ein größeres Backmaß auch, kann man nicht zusammenfalten. Aber ich finde den gut, einen relativ großen Brennraum und ja, ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich werde lieber zusammenpacken und werde die Heimreise angehen. Und schaut zum Regen. Ich glaube, es fängt schon an. Ja, ich glaube, ich werde mir mal meinen Rucksack herholen und die Westen anziehen, weil jetzt da ein bisschen kühler. Ja, wenn man es hören kann, sehen natürlich, nicht wahr? Und ich packe sie langsam zusammen einmal. Warten einmal, bis der vorbei ist, ein bisschen der Regen, eventuell. Vielleicht normalisiert sie sich noch. Einfach ein bisschen abwarten. Rucksack packen. Und packt er weiter wohl. Rucksack gemütlich zusammen und passt schon. So, ja, ich hätte einmal alles zusammengepackt, der Rucksack ist einmal klar schief. Ich warte jetzt nicht mehr, vielleicht wird es ein bisschen heller da hinten. Schaut so aus. Und dann baue ich schnell das Tafel, schmeiß das rein in den Rucksack und tschüss, zurück zum Auto. Ja, jetzt warte ich halt noch ein bisschen ab, bis es nachlässt. Und dann Abflug Richtung Heimat. Ah, da oben ist jetzt ein bisschen heller, da hinten zumindest. Ich glaube, ich werde das gar ausnutzen und das Tafel abbauen und den Heimweg angehen. Ja, es wird wahrscheinlich nicht mehr viel weniger werden.
So, gewuselt wird heute nichts. Ich schaue lieber, dass ich zurückkomme, solange es noch hell ist, weil das passt eh so. Also, gehen wir. Ich spüre schon, wie alles nass wird wieder. Hui, je, je, je. Und jetzt schauen wir, ob wir den Baum finden. Auf den bin ich neugierig. Ja, ich glaube, noch habe ich einen Klick. Und es ist hell. Da gehe ich, das ist wieder mal eine Katastrophe. Da liegen diese ganzen Dinge drunter. Und diese Lava sind aber sowas von rutschig auf dem Holz, auf den Nasen. Das ist zum Kotzen. Aber ja, weiter geht's. Da klopft sich einer an drüber. Spechtel. Zeigen da, dass ich nicht, ich weiß nicht, wo der sitzt. Hat sich versteckt. Natürlich fängt schon wieder an zu machen. Und ich glaube, ich habe den Baum gefunden. Haben wir nicht alles getäuscht? Ich glaube sogar der war's. Das schaut nochmal komplett frisch aus. Aber dass der genau da oben abbricht, ist schon gewaltig. Das ist gar nicht so ohne gekommen. Oh. Endlich. Ja. Nichtsdestotrotz, ich schaue, dass ich jetzt zum Auto komme, weil es wird schon wieder ordentlich anfangen. Wir sehen uns gleich wieder. Also ich habe mich da jetzt noch ein bisschen umgeschaut. Da ist eigentlich keiner, was da frisch umgefallen ist. So Freunde, das war's. Da ist die Droschke. Ich habe es geschafft noch, halbwegs trocken. Bis auf die Füße, da bin ich auch für waschenlos bis zu die Knie. Und obwohl ich meine Lava erst vor 3 Wochen ordentlich eingeschmiert habe, dass wieder wasserdicht sind. Die haben ihren Geist aufgegeben. Die kann ich noch mehr anziehen, wenn es trocken ist. Oder ich haus gleich weg. Ja, wurscht. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Maul. Und pfiat euch, die Buben.